Blumenwiese artgerecht zu pflegen, ist Sägeste eines vom besten Instrument, was die Mähen anbelangt. Wir sind nicht lärmig, wir können es schonend mähen, wir können Mähhöhe einstellen und vor allem die Lebewesen, die hier in dieser Matte wohnen, die Insekten, die Kleintierchen, die können fliehen. Und wir haben die Möglichkeit, die verschiedenen Pflanzenarten selektioniert zu mähen, damit dass wir unsere Artenvielfalt auf dieser Wiese behalten können. Für die Naturwiese zu mähen mit den Sägen, braucht es halt schon ein bisschen Kenntnis. Und da braucht es einfach ein bisschen Einführung und nachher kann das quasi jeder machen. Und was sehr, sehr wichtig ist, ist eine Sägesse, die taugt. Und die Sägesse, die sollte von einem Fachmann eingestellt sein auf die Körpergröße. Das richtige Sägesse-Mähen mit einer guten Sägesse ist keine Arbeit, das ist ein Vergnügen. Wichtig ist beim Mähen, dass wir die Sägesse schön führen. Das heisst, erstens müssen wir immer in die Richtung schauen, wo wir her wollen, wenn wir mähen. Dass der Maiwinkel stimmt. Nachher ist wichtig, dass die Sägesse immer auf dem Boden bleibt. Wir sollten die Sägesse nicht lüpfen. Und wir sollten nicht dahinter anfangen. Wir sollten einfach schön anfangen, die zwei Fußspitzen und die Sägessenspitze eine Linie geben. Und beim Anfangen haben wir das Gewicht auf dem rechten Bein. Und wenn wir mit der rechten überstoßen, kommt das Gewicht auf das linke Bein. Und hier hört der Schwung auf. Schön, gleichlich, immer vom gleichen Ort zum gleichen Ort. Und Sägesse immer am Boden. Und nur ganz wenig, nur was die Sägessenblattbreite ist, vorwärts laufen. Nicht mehr nehmen. Dass schön Ring läuft und der Zirkel schön fährt. Wir sollten unseren ganzen Körper brauchen. Mit dem Kopf am Sägessenblattspitz nachfahren. Und dann seht ihr, wie sich der ganze Oberkörper mitdreht. Und der Körper tut sich eigentlich auf den Fußballen drehen. So tut es nie verdrehen in eurem Körper. Es gibt keinen Schmerz. Wir brauchen alle Muskeln, die wir haben. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass das ohne Mühe und ohne grossen Kraftaufwand soll passieren. Schön vor euch durchfahren, nicht lüpfen, schön langsam vorwärts gehen und immer in die Richtung schauen, wo wir her wollen und nicht ins stehende Gras. Immer vom stehenden Gras rausmähen. Rausmähen. Siehst du? Das Wetzen ist eben sehr wichtig, damit der Sägesse schön hält. Voraussetzung ist, dass sie gut dängelt ist. Durch das Dängeln verdichten wir und fein machen. Das machen wir mit Hammer und Amboss. Und das Wetzen ist nachher während der Mähakt immer wieder zu wiederholen, sobald wir merken, dass sie nicht mehr so schön läuft, die liebe Sägesse. Schön ziehen am Stein und immer davon wegziehen, dass das Sägesse schön scharf wird. Und das ist wichtig, dass schön Holz. Dann bekommen wir auch einen sauberen Schnitt. Wir müssen keine Kraft aufwenden und wir müssen nicht schlagen. Eine Sägesse soll richtig schön durchs Gras durchfahren. Es soll machen wie der letzte Schnauf. Also richtig schön. Das heisst,
Zegessen ruhig führen. Seid lieb mit ihr, seid lieb mit dem Gras, seid lieb mit euch selber. Das ist ganz etwas Wichtiges. Und der macht euch so ein Blumenwiesli gewaltige Freude. Wenn ihr nachher, wenn es gemäht ist, wenn es teuer wird, den Geschmack in die Nase bekommt, das ist etwas Wunderschönes.